Und damit hallo und willkommen und einen herzlichen guten Tag, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem welche Tageszeit es ist. Hallo YouTube, mein Name ist Zyriak, wir casten heute ein Ranked Match zwischen Tanjiro Kamado und Yu-Ohm. Tanjiro ist bei uns im Twitch-Chat als Mike bekannt, spielt heute hier den Lawbringer und spielt gegen einen Highlander. Finde ich cool, Highlander ist ein Charakter, den ich mir in den letzten Tagen etwas näher angeguckt habe. Ich bin mal gespannt, wie der Highlander im Matchup gegen Mike spielen wird. Mike, also Tanjiro, kurz vor Master. Oh, schöner Kick, da kommt die Unblockable zur Seite. Wird gecancelt, hat aber schon keine Ausdauer mehr. Und jetzt kann der Lawbringer in der Theorie zum Counter einsetzen. Hat aber auch Ausdauerprobleme gerade. An der 80% Marke der Hitpoints. An Blockball von der Seite wird durchgelassen. Kriegt den zweiten auch wieder hin. Jetzt kommt der Grab und der Sturz auf den Boden. Und die Heavy als Folge wird geparried. Und jetzt haben wir verkehrte Welt. Last Hit. Und da kommt er. Die Runde 1 geht an den Highlander. Mit einem, sagen wir mal, souveränen Start in die Series. Runde 2 hat gestartet. Runde 2 gucken wir uns aus Perspektive des Highlanders an. Geht wieder nach vorne, Heavy kommt. Aber gewechselt in die offensive Form mit einem Top-Light Opening. Jetzt spammt der Light zweimal auf die rechte Seite, dodge nach links und setzt Tanjiro hier richtig hart unter Druck. Der hat nicht mehr viele Hitpoints. Unter 50% muss hier seine Combo rausbekommen. Ja, da bekommt er den Light Parry on top, setzt zum Counter an. Da war der Fehler und jetzt beide ungefähr an der gleichen Hitpoint-Marke. Ausdauer von Tanjiro ist aber ziemlich low. Der muss da aufpassen, dass er jetzt nicht gegrabt wird. Wird gegrabt, geht zu Boden. Heavy Follow-up kommt. Zweites wird gekannt. Kick kommt und mit der Top-Heavy finisht der Highlander hier den Lawbringer und holt sich Map Nummer 2. Wir spielen das Ganze im Best of 5, das heißt Matchball in Runde 3 schon für den Highlander. Und jetzt muss Tanjiro sich natürlich hier was einfallen lassen, ne? Muss jetzt gucken, dass er den Highlander aus der Reserve lockt, dass er die Fehler ausgenutzt bekommt und dass er ihn hier gepunished bekommt, wenn dies nötig ist. Es kommt von der Seite eine Combo. Invicus wird abgebrochen. Und der Guardbreak gecountert. Zweiter Guardbreak wird gecountert. Jetzt von der Seite Light sitzt. Guardbreak gecountert. Groß nach vorne. Heavy Combo. Cancel Guardbreak. Aber kein Follow-up. Und jetzt in der offensiven Form kommt der Highlander wieder raus. Und baut den Druck weiter auf. Da kommt der Sidestep. Lighted. Das könnte der Anschlusstreffer sein. Und es ist der Anschlusstreffer. 2:1 hier. Tanjiro holt auf. Und willkommen zurück, Stapes. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Runde 4. Runde 4. Noch immer Matchball. Schafft Tanjiro jetzt den Ausgleich auf das 2:2. Oh, Opening zur Seite. Zweimal into Offensive. Und dann wird der Top gecancelt. Und dann spammt der Highlander zweimal die Light. Holt sich den Grab und die Heavy. Die sitzt. Und versucht's weiter mit den Lights. Dodge zur Seite. Lawbro muss sich hier was einfallen lassen. Combo kommt. Schöner Parry. Und jetzt als Follow-up. Nach hinten der Stoß. Side-Heavy wird versucht. Wird geblockt. Von beiden Spielern. Ausdauer sieht bei beiden gut aus. Lawbro hat noch eine Combo offen. Dann muss er sich Gedanken drüber machen. Heavy kommt von der Seite geschwungen. Geht in die offensive Form. Und setzt zum Finisher an. Und damit haben wir das 3:1. In dem Match von den beiden. GG, well played.